Heute, was geht ab, Leute? Hong hier. Heute war Shiggy Day, Shiggy C Day. War überraschenderweise besser als erwartet. Die meisten dachten ja davor, ja, kein Bock auf den Shiggy richtig nutzlos, also Turtok. Aber dann haben die das mit der Sonnenbrille eingebracht und mit den Quest. Und am Ende war es eigentlich ziemlich cool. Hat mir echt eine Menge Spaß gemacht. Check das Video nochmal ab. Aber heute geht es eher um Arktos, weil am Samstag war ja auch noch Arktos Day. Und der war auch nicht schlecht, hat mir auch sehr gut gefallen. Check das Video auch ab. Und ja, ich habe ein Shiny Arktos gefangen. Das blende ich hier nochmal ein. Mein erstes legendäres Shiny. IV jetzt mittelmäßig, nichts Besonderes. Und ich muss sagen, ich bin ein wenig traurig, ein wenig enttäuscht. Weil irgendwie war es echt cool eigentlich, keinen legendären Shiny zu haben. Ist irgendwie zu einer Besonderheit geworden. Aber jetzt ist es doch passiert, habe einen bekommen. Aber ich habe auch einen 98er bekommen. Nicht nur einen, ich habe sogar zwei bekommen. Was eigentlich egal ist, also einer hätte mir gereicht. Und den werden wir jetzt auf Max pushen. Ja, Arktos wieder am Start. Das war theoretisch gesehen der erste Legendäre, der gekommen ist. Kam halt gleichzeitig mit Lugia. Und, Moment. Dann kam der nochmal mit allen Vögeln nochmal. Für eine Weile, ich weiß gerade gar nicht wie lange, 2 Wochen oder so. Also eine Woche war er da, dann kam er mit den anderen Vögeln nochmal für 2 Wochen ungefähr. Und dann kam er nochmal in den Feldforschungen. Und ja, jetzt nochmal Arktos Day. Das 4. Mal, dass er da ist und das 1. Mal, dass ich einen guten bekommen habe. Wo ist er? Hier seht ihr meine Ausbeute. So. Beide einfach identisch, 1671, beide 98, beide 15 Angriff. Oh, die Attacken könnten nicht gleich sein. Frost Breath, aber sie sind es. Also pushen wir einfach den Ältesten. Auch wenn ich die nacheinander gefangen habe, also der ist nur ein paar Minuten älter als der andere. Nochmal kurz der IV-Check für euch. Attack, Defense 15. So, endlich. Hab lange gewartet. Auf einen guten. Jetzt habe ich endlich einen. Genug Bonbons habe ich auch. Ich habe sogar ein bisschen zu viel jetzt. Dadurch, dass wir am Samstag eben noch so viele Raids gemacht haben. War ja auch Doppel-EP. Für Raids mit Glücksei vierfach. Da kann man schon mal ein paar extra machen. So. Ich überlege mir noch, ob ich die anderen. Ich habe ja jetzt ein paar Arktos zu viel. Ob ich die noch aufbewahre. Bis Doppel-Bonbon. Und dann erst wegschicke. Oder danach. Oder jetzt sofort. Um Platz zu schaffen. Wobei Platz fällt mir gerade ein, brauche ich eigentlich gar nicht, weil jetzt fürs 2-jährige Jubiläum wird der Aufbewahrungslimit auf 2000 erhöht. Sprich, eigentlich hätte ich genug Platz. Aber noch. Ja, also ja, warten wir. Weil theoretisch hätte ich ja einen zweiten, den ich auch noch auf Max pushen will. Oder könnte. Wollen eigentlich nicht, aber könnte. Und da zählt echt jedes Bonbon. Aber erstmal ein von jedem. Jetzt haben wir Arktos abgehakt, mit 98 bin ich zufrieden. Jetzt muss nur noch Zapdos und Lavados kommen. Da habe ich bei beiden jeweils nur ein 91er oder 93er. Auf jeden Fall nichts höher als 93, weil sonst hätte ich auch schon längst auf Max gepusht. Ja, bester Eisangreifer momentan im Spiel. Und überraschenderweise Regi-Eis auf Platz Nummer 2. Kommt auf das Matchup an, gegen wen er kämpft und welche Attacken, aber in manchen Fällen Regi-Eis auf Platz Nummer 2. Und es hängt. Ihr seht, ich habe das iPad gerade, nehme das mit dem iPad auf und es hängt, weil manche sagen, hey Hong, hol dir mal ein neues Handy, dein Handy hängt die ganze Zeit. Ja, ihr seht, es liegt nicht am Handy, es liegt nicht unbedingt am Handy die ganze Zeit. Also meistens schon, aber nicht immer. Meistens, manchmal liegt es auch an der Antik. Und ja, hier hängt es schon wieder ein bisschen. Kleine Verzögerung. Ja. Yeah. Arktos gleich auf Max gepusht. An sich nicht so gut. Also WP-technisch meine ich jetzt. Die Vögel ein bisschen schwach, was das betrifft, ja, so heißt es, was das betrifft. Mal schauen, ob wir
unter die 4 Millionen dadurch fallen. Wir haben jetzt schon länger nichts mehr gepusht. Eigentlich waren noch ein paar Sachen geplant für das Wasser-Event, aber wir haben da so viel gepusht. Und da hat einfach die Zeit gefehlt, noch mehr zu pushen. Mewtwo Mew will ich demnächst auch noch pushen. Und noch so ein paar andere Kandidaten, also schauen wir mal. Irgendwie habe ich noch so viele Bonbons über. Obwohl der eigentlich gleich gemaxt sein sollte. Ich hatte 270 gesamt und 248 braucht man, also eigentlich nur 22 Überschuss. Ja, okay, jetzt gehen sie langsam runter. Jetzt wird es teuer mit den Bonbons. Jetzt gehen sie langsam runter. Ja, schreibt unten in die Kommentare, wie es bei euch so lief am Arctos Day. Habt ihr da einen guten gefangen? Habt ihr einen guten Shiny gefangen? Oder hattet ihr davor schon 100er? Oder durch die Feldforschung? Wann auch immer, schreibt es rein, wie es bei euch so mit Arctos aussieht. Habt ihr schon einen gemaxt? Wie ist eure Erfahrung? Habt ihr schon mit dem gekämpft? Haut der rein oder ist er eher schwach? Ja, knackt leider nicht mal die 3000. Ist schon ziemlich traurig. Okay, sie. Ah, warte. 12 Überschuss hatten wir nur, nicht 22. Okay. Da ist er. Moveset. Ja, lasse ich erstmal so. Ist wahrscheinlich nicht das beste. Moment, ich schaue doch nochmal nach. Für euch schnell. So. Bestes Moveset ist Ice Odem Blizzard. Das heißt, wir müssen ein Charge TM verwenden. Icy Wind weg und Bam! Blizzard! Das ist es. Er kann nur Ice Odem, dementsprechend für die Fast Attack brauchen wir keins. Ja, 2925. Arctos auf Max gepusht. Direkt morgen austesten. Ich bin schon gespannt. Aber hier seht ihr noch ein bisschen die Ausbeute. Hier der zweite und hier mein Shiny. Und ja, das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Wie gesagt, eure Erfahrung zu Arctos unten in die Kommentare. Habt ihr ein gutes Arctos? Und ansonsten folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon is serious business.